¡Estamos! ¡Uriano! 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 ¡Estamos! Jetzt haben wir hier eine Solidaritätsnachricht aus Afrika von einer Künstlergruppe, die Fasokele heißt. Und Fasokele bedeutet One World, eine Welt. Und diese Künstlergruppe, Musiker und Schauspieler, haben das Theaterstück, das die Initiative Uri Jalo gemacht hat, eine biografische Theaterstück, wird in Afrika, in Senegal, in Mali, in halbe Westafrika, wird das immer noch gespielt und gezeigt. Und sie haben uns eine Nachricht geschickt, dass Dorette uns vorlesen wird. Hallo, ich erzähle jetzt kurz von der Initiative Fasokele und wie sie dieses Stück aufführen und was sie so dazu denken. Sie haben einen kurzen Bericht geschrieben und das lese ich jetzt vor. Wir spielen das Theaterstück über Uri Jalo schon sehr lange und haben es bereits an zahlreichen Orten und in unterschiedlichen Ländern wie Mali, Senegal, Guinea und Burkina Faso aufgeführt. Am Anfang hatten wir etwas Schwierigkeiten, da die Leute das Stück nicht verstanden haben. Einige dachten, es sei eine von uns erdachte und zusammengestellte Geschichte, um die Menschen davon abzuhalten, nach Europa zu gehen. Andere begriffen es als Komödie. Unabhängig davon, dass das Ende des Stückes eine Rede ist, in der wir die Geschichte Uri Jalos nochmal verbalisieren, treten wir zusätzlich nach jeder Aufführung mit dem Publikum in Kontakt, um ihnen zu verdeutlichen, dass es sich um eine wahre Begebenheit handelt und welche Gefahren illegale Immigration bergen kann. Wir berichten ihnen aber auch von den Kämpfen für Bewegungsfreiheit und Bleiberecht und davon, dass die Täter immer noch nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Am Ende vieler Aufführungen begannen die Leute es zu verstehen. Sie fragten uns sogar nach einem medialen Mitschnitt, um es sich erneut anzusehen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Einer unserer Leute, Usman Diara, hat in Deutschland die Kämpfe der Uri Jalo-Initiative gesehen und uns davon berichtet, über die Schwierigkeiten und über das Zusammentreffen mit Mukhtar Bar und Abraham. Die Erzählungen wecken ein Gefühl der Empörung. Aber in uns Künstlern, Aktivisten, wecken sie auch ein Gefühl des Trostes, zu wissen, dass Brüder und Schwestern in Europa für die gleiche Sache kämpfen. Gewalt und willkürlichen Mord an den Pranger stellen. Wir spielen dieses Theaterstück, um dieses Sicherheitssystem zu verurteilen, was die Menschenrechte verspottet. Es geht uns nicht darum, Uri Jalo wieder lebendig zu machen, sondern darum, dass sich Fälle wie dieser nicht wiederholen, dass Afrikaner es nicht als einzige Lösung begreifen, illegal nach Europa zu migrieren, sondern dass wir uns jenseits dieses Rassismus auch weiterentwickeln können. Für uns ist Uri Jalo ein Symbol aller Diskriminierungen und Rassismus auf der ganzen Welt, welchen es zu überwinden gilt. Und wir spielen das Stück weiter. Wir haben es gespielt bei unserem Festival Welt ohne Grenzen, was am 6.1. in Burkina Faso stattgefunden hat. Vielen Dank. Unsere Gedanken gehen natürlich auch nach Afrika, wo Hunderte in Proxykriege sterben, Hunderte im Wasser ertrinken oder von Frontex einfach abgeknallt oder zum Ertrinken freigegeben werden. Jetzt noch ein Redebeitrag von... Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, wir haben gerade gehört, dass die Freunde und Brüder und Schwestern in Afrika das Drama, das Schicksal von Uri Jalo mit ihrer Kunst bringen, damit auch in der Welt gehört wird, wie das Schicksal von Menschen, die das Opfer dieses Systems sind, hier in Deutschland an Uri Jalo als Beispiel benannt werden. Wir, die seit Jahren hier in Deutschland auf der Straße sind und tagtäglich auf der Straße die deutsche Regierung anklagen für ihre Morde an den europäischen Grenzen, für ihre Morde hier in diesen Städten, hier in Dessau, all diese tragischen
aber willkürlich geplanten Morde. Der Hintergrund dieser Morde ist der Rassismus, den sie schüren, die sie dafür extra extrem betreiben, damit wir untereinander nicht die Solidarität aussehen können, die wir brauchen. Aber seit 7 Jahren, seitdem wir hier in Dessau sind, haben wir unsere Solidarität wieder selber in die Hand genommen. Und heute sehe ich, egal was sie machen, egal welche Instrumente sie heranziehen, werden sie diese Solidarität nicht uns entnehmen. Denn wir haben klar und deutlich das Signal gesetzt, egal wie lange das dauert, egal wie sie bei ihren Gerichten die Urteile sprechen, für uns wird diese Stadt immer das Gedenken sein, was hier passiert ist. Für mich selber ist Uri Diallo nicht deshalb in meinen Gedanken, weil er verbrannt worden ist. Uri Diallo ist wirklich ein Symbol von all diesen kriminellen Machenschaften, die wirklich im Rahmen, im Namen des kapitalistischen Systems gegeben werden, ein Symbol geworden. Es gibt viele Schwestern und Brüder, die wir in unseren Ländern zurückgelassen haben, die tagtäglich von den Kriegen getötet werden, die Europäer, die der Kapitalismus wirklich schürt. Viele Schwestern sterben unterwegs, viele sind hier in Lagern isoliert, viele sind in Gutscheinen, viele dürfen keine medizinische Versorgung haben. All das, was ich jetzt aufzähle, wisst ihr, weil das sagen wir jedes Jahr hier. Aber wir dürfen nie vergessen, dass wir immer mit einer Aufgabe hier hinkommen. Dass wir, wenn wir an Uri Diallo denken, viel mehr zum Ausdruck bringen müssen, dass nicht nur der Staatsapparat hier, die Polizei, das Innenministerium, all das System, was ineinander verkettet ist, dafür verantwortlich ist. Wir müssen ganz klar und deutlich das System benennen, die den Boden dafür ebnen. Das System, hat uns dazu benannt, dass wir nicht das Recht auf Leben haben. Die Herrschenden haben das Recht auf Leben. Das müssen wir verstehen. Und wenn wir das spüren, dann wissen wir, dass gerade in Europa unser Kampf gegen das System viel stärker werden muss. Denn wir, sie, brauchen nur die, die für sie arbeiten, das Kapital stärken. Alle anderen, die Opfer von Kriegen, was weit in die Vorteile sind, die brauchen sie nicht. Und jeder, der hier hinkommt, das benennt, weil sie Zeugen von diesen Gewalten sind, die sind zum Tode verurteilt. Der Tod, das heißt nicht nur hier verbrannt zu werden, tagtäglich ist man mit dem Tod konfrontiert, wenn man in der Isolation lebt. Tagtäglich ist man mit dem Tod konfrontiert, dass man nicht weiß, ob die Polizei auf der Straße zuschlägt oder die Nazis oder die Bürger, die so rassistisch erzogen werden, tagtäglich durch ihre Medien. Tod hat viele Gesichter und jeder von uns, der hier Migrant oder ist oder Flüchtling ist, hat diesen Tod schon gespürt. Die Erniedrigung ist der Tod. Deshalb ist die Aufgabe, das System zu kritisieren, das System zu benennen. Und die Aufgabe ist auch, den Bruder und den Schwester, der das noch nicht wahrnimmt, dahin zu führen, in die Isolationscamp, damit sie sehen, was es bedeutet, hier ausgegrenzt zu werden, dem Tode überlassen zu werden. Ich denke auch an die Mutter von Uri Diallo. Sie hat gedacht, dass sie ihren Sohn gerettet hat. Sie hat ihn von Sierra Leone nach Europa geschickt, damit er überlebt. Sie hat leider erleben müssen, dass Deutschland, dass Dessau, dass die Polizei ihren Sohn getötet hat. Jahrelang war sie in der Hoffnung, dass sie Gerechtigkeit erlebt. Gerechtigkeit, dass man sagt, ja, der Rassismus hat meinen Sohn getötet und die Polizei hat diesen Rassismus begangen. Aber sie hat es nicht gehört. Ich hoffe nur, dass die Proteste, die wir führen, jedes Jahr hier der Mutter diese Ruhe geben kann, dass jeder von uns jedes Jahr hier sagt, wir wissen, dass die Mörder die Polizei ist, dass die Polizei Uri Diallo getötet hat, dass die Polizei mehrere Brüder, Schwestern von uns getötet hat. Deshalb, liebe Freunde, jedes Jahr ist das Gedenken an Uri Diallo eine Auseinandersetzung mit diesem System, mit diesen kriminellen Machenschaften, der Ausbeutung, der Folter und der Kriege. Ich lernte zwei der Aktivisten der Initiative für ein Gedenken an Uri Diallo vor etwa 2 Jahren kennen. Bis dahin war mir Uris Tod bekannt als einer von vielen, ein Tod, der mich sehr wütend machte und einmal mehr zeigte, in was für einem kranken Staat wir leben.
An dem Tag, als Uri Jalou in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte, starb in Bremen Nai Kondé. Und es gibt sehr viele weitere Beispiele für Schikanen, Repression, Folter und Gewalt gegen Migrantinnen und Migranten, die zeitgleich zu Uris Ermordung in Deutschland stattfanden. Das zeigte mir damals, dass der systematische Rassismus in Deutschland immer wieder nachzuweisen ist, aber dabei blies ich es auch erst einmal. Als die beiden Aktivisten, die ich gerade erwähnte, zu Besuch kamen, um von dem aktuellen Stand der damaligen Prozesse zu berichten, wurde Uris Todesfall aber plötzlich konkret für mich. Uri kam, ich sprach mit seinen ehemaligen Bekannten und Freundinnen und Freunden. Er war nicht mehr nur einer von vielen ermordeten Migrantinnen und Migranten in der BRD. Sein Tod hielt nicht mal nur mehr, um diesen Dreckstaat anzuklagen, sondern es ging viel tiefer. Da wird einer in einer Polizeizelle verbrannt. Der Bruder kommt. Die Mutter stirbt aus Trauer über den Mord an ihrem Sohn. Der Traum eines besseren Lebens zerplatzt. Die Diktatur, vor der Uri floh, holt ihn mit dem deutschen Gesicht wieder ein. Der unermüdliche Kampf der Aktivistinnen und Aktivisten hat es immer wieder geschafft, mir zu zeigen, dass es um mehr geht als eine Politkampagne. Mit Uris Tod kommen derart viele Ekelhaftigkeiten, Gewalt, Rassismus unserer Gesellschaftsordnung zusammen, dass es mir anfangs schlecht geworden ist und schlichtweg die Sprache verschlagen hat. Der Frust, die Wut, die Trauer, die allein haben mich gelähmt und ich habe versucht, Uri Jalous Tod als Fall zu sehen, als Symptom von Rassismus und Menschenhass in Deutschland. Den beiden Aktivisten, die damals zu Besuch waren, den beiden habe ich es zu verdanken, dass ich meine Wut und meine Trauer nicht nur teilen konnte, sondern ich konnte sie vor allem in Kraft umwandeln. Und dafür möchte ich mich heute bei euch bedanken. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative Uri Jalou haben so viel Power, sie haben so viel Power, dass es mir manchmal echt die Spucke wegbleibt. Vielen, vielen Dank für hunderte Mails, Anfragen, Berichte, Infotouren durch die gesamte BRD. Vielen, vielen Dank auch dafür, dass ihr so oft auf euer Privatleben verzichtet und anderen wie mir damit Feuer unterm Hintern macht. Vielen, vielen Dank für so viele Jahre unermüdlichen Kampf und er wird weitergehen.